Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Info Neuland TV. Am Montagabend fand wieder der alljährliche Laternenlauf statt, der von der Primarschule Neuland organisiert wurde. Rund 150 Kinder mit 136 Laternen nahmen an diesem Lauf teil, der sich von der Schule bis zum Alten- und Pflegeheim zog. Nachdem die Kinder lauthals ihre Lieder vorgetragen hatten, ging es wieder zurück zum Schulhof. Zur Belohnung gab es auch noch eine kleine Süßigkeit. Am Sonntagabend fand in der alten Aula der Schule ein Konzert von den Lehrern der Musikschule Neuland statt. Eine Mischung aus verschiedenen Rhythmen aus Südamerika trug zu einem abwechslungsreichen Abend bei. Das zahlreich erschienene Publikum machte begeistert mit, womit der Abend als voller Erfolg bezeichnet werden konnte. In Paratodo in der Kolonie Menno wurde zum 18. Mal die Motorrallye Paratodo ausgetragen. Auch 10 Piloten aus Neuland nahmen daran teil. Leider musste man in diesem Jahr den ersten Todesfall des Rennens beklagen, da sich ein Fahrer mit seinem Quadbike überschlug und an den Verletzungen erlag. Daher wurde das Rennen auch nach der ersten Etappe am Samstag annulliert. In der Tabelle war Lokalmatador Hildo Klassen bis dahin Erster. Bester Neuländer war Mikey Unger auf Platz 4 der Gesamtwertung und Platz 2 in der Kategorie 250 Competition.